Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Fotokrempel-Zeitreise, wieder mit Steffen Schüngel und den Fotofreunden. Und heute geht es auch wieder um einen analogen Filmkamerahersteller, und zwar Hasselblad. Und gehen wir doch gleich in Medias Res, oder? Würde ich auch sagen, damit wir dieses Mal mit einem Teil wirklich fertig werden auch. Wir versuchen das mal. Ja. Wir können ja mal einsteigen mit einem Punkt, den gerade wir Deutschen, wir alle immer bemängeln, wenn nämlich deutsche Kameranamen im Ausland falsch ausgesprochen werden. Es heißt nicht Hasselblad. Oh. Es heißt ja auch nicht Hasselnussbaum. Stimmt auch wieder, ja. Es heißt Hasselblad. Ah, Hasselblad. Ist das Schwedisch? Ja, stimmt. So wie Elk, der Elk nagt am Hasselblad. Sollte er hoffentlich nicht machen. Weiß ich nicht. Also am Baum kann er das ja tun. Aber das bedeutet wirklich Haselnussblatt oder? So hieß die Familie Hasselblad. Ja. Ah, okay. Okay. Und da sind wir mitten schon in der Geschichte. Ja. Das war nämlich das größte, also eines der größten Handelshäuser in Schweden. Mhm. 1888, Viktor Arvid Hasselblad führte ein großes Handelshaus in Göteborg und vertrieb dort Dinge und Sachen. Was für Dinge und Sachen? Das weiß ich nicht. Alles also mögliche. Alles, was man so vertreiben konnte, vertrieb er. Und unter anderem lernte er dann auch zu einem relativ frühen Zeitpunkt Menschen von Eastman Kodak kennen und sagte, ach, liebe Kodakis, in Schweden, da haben wir gar nichts euren Produkten. Wenn wir jetzt euren Produkten aus Schweden verkaufen täten, da würden die Schweden noch happy sein. Da hat der Kodak Eastman gesagt, well, sounds like a good plan. Mhm. Und damit war Hasselblad der Generalimporteur und einzige Vertriebspartner in Schweden für Kodak-Produkten. Ah. Und ansonsten hatte man mit Fotografie da nicht viel an Hut. Aber dieses Gebiet der Optik und der Fotografie war durchaus interessant. Das war auch Viktor Arvid Hasselblad nicht verborgen geblieben. Und deswegen schickte er seinen Sohn nach Deutschland, um dort in der aufkeimenden, immer stärker werdenden Kameraindustrie zu lernen. Und das hat er ihn dann auch frei und fleißig getan und sich da fortgebildet. Und als er dann wieder zurückkam ins Familienunternehmen, hat er gesagt, Mensch, lass uns doch da mehr machen. Wie gesagt, der Vater, wir haben eine gute Geschäft, wir machen schöne Geschäfte, wir machen nicht mehr. Ja, da war der Viktor Hasselblad, so hieß der Sohn, frustriert und ist durch die Straßen von Göteborg gewandert, hat ein Ladenlokal gesehen und hat gesagt, ach, hier mache ich ein Fotogeschäft. Und dann hat er Viktors Kamerageschäft, Viktors Kameraladen quasi gegründet und hat da Fotoartikel verkauft. Sein alter Herr, der wurde dann älter und älter und kränker und kränker und dann irgendwann hat Viktor den Laden von seinem Vater übernommen und da mitgemacht und jetzt konnte er selber entscheiden. Der Krieg hatte inzwischen angefangen und wie es der Zufall wollte, fiel dann irgendwann ein Flugzeug der Wehrmacht auf schwedisches Land. Vermutlich nicht ganz freiwillig. Man hatte mit irgendwas angeklopft. Das Flugzeug hatte seine Flugfähigkeit verloren. Aber die Aufklärungskamera, die Luftaufklärungskamera war heile geblieben. Und Viktor fand das spannend, hat die ausgebaut und gesagt, ei, sowas, das können wir dir für die schwedische Luftkraft aufgebrauchen, da bauen wir mal so ein Ding nach. Und da hat er 1939 die, ich weiß nicht, wie das auf Schwedisch heißt, auf Deutsch heißt das HK7, Handkamera 7, gebaut. Die schwedische Regierung war sehr erfreut darüber, hat das Vorhaben unterstützt. Und schwuppdiwupp hatte man eine Luftbildkamera, hat Zeiss Optiken importiert und hat die Dinger in die Flugzeuge montiert. Diese Kamera, was mich jetzt interessieren würde, Entschuldigung, was war das denn für eine Kamera? Weiß man das, was da als Bordkamera montiert gewesen ist in dem Wehrmachtsflugzeug? Eine HK irgendwas, 22 oder 17 oder es wird nur gemutmaßt, also genau weiß ich es nicht und ich kenne mich da am allerwenigsten aus, also ich kann nicht sagen, was da verbaut war. Also eine Kamera, die dem, was er nachgebaut hat, sehr ähnlich war. Ja. Aber aus Deutschland nachgebaut. Kam vermutlich. Genau, aus Deutschland. Ja. Die Kamera zeichnete sich dadurch aus, dass sie im Prinzip aus einem Würfel bestand, wo vorne ein Objektiv dran genagelt war und hinten sich ein Film aufgespult in einem Magazin befand, das man wechseln konnte. Und ja, diese Kamera
wurde dann eingesetzt und 1941 kam dann die erste verbesserte Version raus. Und wenn man sich die jetzt anguckt, in dem Fall ist sie von, ich glaube, von unten fotografiert, dann sieht man schon viele der charakteristischen Merkmale, die später zur ikonischen Form der Hasselblad geführt haben. Mhm. Ein viereckiger Würfel, ja. Vorne ein Objektiv, hinten ein Filmmagazin dran. Ja. Da der Krieg irgendwann endete und dann mit Luftaufklärungskameras nicht mehr so wahnsinnig viel Geld zu verdienen war, musste man sich dann so ein bisschen ins zivile Geschäft bewegen. Da die Größe von so einer Luftaufklärungskamera ein bisschen unpraktisch so für um den Hals zu hängen gewesen wäre, hat man das Ganze dann kleiner gemacht. Aha. Und da der Junior Hasselblad relativ gut vernetzt war, hat er einen Kumpel von sich gefragt, der war bei Saab Designer. Mhm. Und hat gesagt, du schnitz mir doch mal was. Mhm. Dann hat er dieses Prototypenmodell tatsächlich aus einem Holz geschnitzt und hat gesagt, so könnte doch eine Kamera für einen zivilen Gebrauch aussehen. Ach so, das heißt, das ist jetzt keine funktionsfähige, das ist jetzt ein Modell. Genau. Mhm. Okay. Es musste ja dann die ganze Mechanik, die man vorher in groß hatte, quasi verkleinert werden. Mhm. Und das erste Modell kam dann 1948 raus, eine Spiegelreflexkamera für Mittelformatfilm, mhm, mit wechselbarem Magazin. Einem Focal Plane Verschluss, also kein Zentralverschluss, ja, sondern ein Filmebenenverschluss mit einer Metallfolie, die in der ersten Version sogar eine Geschwindigkeit von einer 1600stel Sekunde geschafft hat. Und da man damals sehr kreativ war mit Namensgebung, hat man die Kamera dann auch einfach 1600 genannt. Mhm. F für Focal Plane Shutter, 1600, Name fertig. Mhm. Und was soll man sich da lange aufhalten? Mhm. Hasselblad hieß man schon, hat man das auch drauf gepinselt, mhm, dann war man durch die Tür. Und was soll man da fancy drauf machen? Kein Mensch braucht. Ja. Was ist der Grund, dass man hier kein Tuch benutzt hat, sondern nur eine Metallfolie? Oder was heißt nur, also eine Metallfolie benutzt hat? Ich denke, Gewicht. Ah ja. Du musst das Ding ja beschleunigen. Je schwerer, je weniger Beschleunigung. Ne? Also, mhm, und für eine 1600 zu. Hier bewegt sich ein Spiegel. Muss man schon ein bisschen was. Ich weiß es nicht, ob das wirklich der Grund war, aber das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da Gewichtsansparung wirklich der entscheidende Moment war. Das entscheidende Moment war, ja. Ja, okay. Und wahrscheinlich, also ich meine, ich denke mal, er wird ja wahrscheinlich, wird er von hier nach hier aufgerollt oder läuft er von oben nach unten? Nein, nein, oben ist ja kein Platz, da ist ja der Sucher. Ja. Und von links nach rechts. Das heißt, wir brauchen ja auch wahrscheinlich ein bisschen Platz für die Rolle an sich. Und vermutlich ist eine Metallfolie auch dünner. Ja. Ja, dann kann ich hier abnehmen, hier? Ja, aber da hast du ja keinen Schlitzverschluss, keinen Tuchverschluss. Ach so, das ist jetzt, wir sind hier schon woanders, okay. Genau. Ah ja. Okay. Gut. Aber wir haben es auch so noch hingekriegt. Ja, die Kamera erwies sich als ein bisschen unzuverlässig. Inwiefern? Also was war da? Der Verschluss machte Schwierigkeiten. Mhm. Und dann hat man gesagt, 1000 reicht auch. 1000 ist völlig ausreichend. Mhm. Und dann war der zuverlässig. Und dann wurde das Ding in der Presse getestet und kriegte großes Lob. Und man hatte sich Zeiss als Optikpartner ausgesucht. Und so hatte man keine schlechten Optiken, hatte einen zuverlässig arbeitenden Verschluss, ein sehr leichtes, kompaktes System, sehr stabil. Das war der Konstruktion im Prinzip aus der Luftfahrt geschuldet. Und da kann man leicht und stabil bauen, ja, das sind die Jungs gewohnt. Ja, und dann gab es also die 1000F und die war dann quasi die erste wirklich erfolgreiche Kamera von Hasselblad. Mhm. Die kam 1952 auf den Markt. Mhm. Da das Auflagemaß durch den riesigen Spiegel, der da drin ist, natürlich von der Kürze her relativ beschränkt war, war damit Weitwinkelfotografie nicht wirklich möglich. Mhm. Und um das Portfolio quasi ein bisschen abzurunden, hat man gesagt, na gut, dann bauen wir eine Kamera, wo kein Spiegel drin ist. Mhm. Lassen wir einfach raus, dann können wir den Buddy wesentlich kürzer machen. Mhm. Zeiss hat dann ein 38mm Objektiv dafür geliefert. Jetzt kann man sich dann auch leicht ausrechnen, da dann wird der Korpus wohl genau 3,8 cm tief gewesen sein. Mhm. Und das war dann die Hasselblad SWA, Super Wide. Und somit konnte man auch Weitwinkelaufnahmen quasi im selben
System machen. Mhm. Die Filmbacks blieben ja gleich, alles andere Zubehör war verwendbar. Nur um das Objektiv halt verwenden zu können, brauchte man diesen kleineren Buddy. Mhm. Verstehe. Und hier hat man ja doch dann deutlich mehr, wenn man den Bereich hier sieht, ne? Ja, ja, mindestens 8 cm. Ja. Und das heißt, wenn wir jetzt aber trotz allem was anderes machen wollen, und ich glaube, das hatten wir letztes Mal, braucht man ein Retro-Fokus-Objektiv. Genau. Okay. Genau. Interessant. So, dann war also der Schritt getan und jetzt fehlte nur noch der nächste Schritt, nämlich hin zu einer Zentralverschlusskamera, was beim Mittelformat durchaus Vorteile bringt. Erschütterung, weniger bewegte Masse, ruhigeres Fotografieren, leiseres Fotografieren. Mhm. Da der Viktor Hasselblad selber begeisterter Vogelfotograf war, lag ihm sehr viel daran, die Kamera nicht zu laut zu machen. Und wenn man die Hasselblad nur mit dem Zentralverschluss auslöst, dann ist die ja nicht lauter als irgendeine Kleinbild-Zentralverschlusskamera. Ja. Das macht dann, und dann war es das. Ja. Ja, und das konnte man dann mit der 500 cm hervorragend machen. Und damit war 1957 dann auch der Weg für den Durchbruch gesetzt. Die Kamera fand unter Profifotografen wirklich reißenden Absatz, hat sich wirklich gut verkauft. Mhm. Was hat man an Konkurrenz überhaupt gehabt? Also gab es Mittelformat-Kameras, die wirklich für so einen professionellen Einsatz schon gedacht waren? Im Prinzip hast du im Becken von der Rolleiflex gefischt. Mhm. Also es geht ja bei Entwicklung von Fotografiegeräten immer um Bequemlichkeit, Sicherheit, Anwendbarkeit, ja? Und vielleicht noch Flexibilität. Und all diesen Punkten hatte die Hasselblad gegenüber der Rolleiflex entscheidende Vorteile durch Wechselobjektive, durch ein wechselbares Filmback und durch verschiedene Sucherkonfigurationen. Da hat man bei Rolleiflex nachher auch nachgelegt, hat da Prismensucher, aber dadurch wurde die Kamera weder handlicher noch irgendwie besser anwendbar. Also das war dann alles so wie nachher dran genagelt. Hier war es gleich Teil des Systems. Mhm. Und wir sehen ja auch hier schon Lichtschachtsucher und den Prismensucher. Und wenn du die Kamera mal mir rübergibst, wenn du sie quasi zerlegst, dann ist das ja letztlich ein ultra kompaktes, sehr leichtes. Oh, Wahnsinn. Das ist ja echt nur ein Kistchen hier, ne? Ja. Okay, und jetzt sehe ich den Verschluss hier. Das ist nur der Hilfsverschluss. Ach so. Der Verschluss ist ja im Objektiv. Ja, okay. Okay. Mhm. Der Hilfsverschluss ist deswegen nötig, dass ich auch das Objektiv abnehmen kann. Ja. Sonst entferne ich ja den geschlossenen Verschluss. Mhm. Wenn jetzt der Film da hinten ungeschützt wäre, wäre doof. Logisch. Also hat man sicherheitshalber, um nicht von diesem Lichtschutzschieber abhängig zu sein, einen Hilfsverschluss eingebaut. Man hat 2 Klappen da zusätzlich reingenagelt, fertig. Ja, sehr gut, okay, alles klar. Das heißt, und wann kam der Zentrale dann anstelle des... 57. 57, ja. Okay. Mhm. Das heißt aber auch natürlich ein viel höherer Konstruktionsaufwand bei den Objektiven und wahrscheinlich auch deutlich teurere Objektive. Ja. Der Konstruktionsaufwand hat wenig gejuckt, weil man hat es ja bei Zeiss bauen lassen. Aber die haben sich gefreut, sie konnten noch einen Teil verkaufen. Genau, der Satz, macht mal, war da schnell ausgesprochen und damit war das fertig. Ja. Was ist das für ein Zentralverschluss, weißt du das? Das müsste ein Kompo-Verschluss sein. Okay, alles klar. Also damit ein Münchner Produkt. Vermutlich, ja. Oh, interessant. So, jetzt versuche ich das mal hier wieder anzusetzen. Währenddessen. Richtig, währenddessen fahren wir fort. Die Kamera war so beliebt, dass auch interessante und illustre Menschen diese Kamera verwendet haben, unter anderem auch Privatastronauten aus dem Apollo-Programm. Und einer von denen muss so ein Ding wohl mal irgendwann am Set gehabt haben, beim Üben. Und dann hat man gesagt: Ach, guck mal, das ist halt eine uninteressante Kamera, hat sich mit Hasselblad in Verbindung gesetzt. Und mal angefragt, würdet ihr euch in der Lage sehen, eine Kamera so zu modifizieren, dass die A leichter ist? Mhm. Was könnt ihr ausbauen? Man hat gerade schon an der Reaktion von dir gesehen, als du das Ding selber hochgehoben hast. Schon das Serienprodukt ist erschreckend leicht. Ja. Wenn du jetzt noch auf alles, was überflüssig ist, verzichtest, wird die ja nicht schwerer. Eindeutig nein, ja. Genau. Also du kriegst, wenn du sie ordentlich runterstrippst, dann kriegst du schon ein sehr, sehr leichtes System hin. Ja. Und da Gewichtsersparung alles ist bei der Weltraumfahrt,
war das eine naheliegende Entscheidung. Du hast eine hervorragende Abbildungsqualität, ja. Du hast ein sehr flexibles System. Man konnte ohne Probleme durch das wechselbare Filmmagazin die großen Filmmagazine für bis zu 200 Aufnahmen auf nicht perforierten 70mm Film realisieren. Der ist dann nicht ganz ausgenutzt vom Bildkreis, ja. Aber who cares, ja? Du kannst 200 Aufnahmen mit einem Magazin machen. Und da du im Zweifelsfall nur die Magazine mit zurücknehmen musst, was bei den Mondmissionen gemacht worden ist, die Kameras sind da oben geblieben. Echt? Ja, oh Gott. Da war das natürlich sehr praktisch, wenn man einfach nur die Magazine nimmt und hat alle, das ist ja handlich, ne? Also ja. Zack, in die Jackentasche vom Astronautenanzug gesteckt. Oder was immer die so haben an Taschen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das so eine praktikable Lösung für, wenn man nicht gerade auf dem Mond ist. Ja, und im Prinzip ist das, die, was hier vorne steht, die zivile Version der Mondkamera, nämlich die motorisierte ELM. Ach so, das heißt, das ist die hier jetzt. Genau. Aha. Die auch geladen und auslösebereit ist. Und genau das haben die da oben auf dem Mond dann auch gemacht, um damit zu fotografieren. Aber ich krieg dieses untere Ding hier nicht weg, oder? Das fest. Mit einer Flex, aber dann funktioniert. Mit einer Rollei-Flex, oder? Okay, ich sehe. Aber das Rückteil ist dasselbe wie das hier? Also sind die kompatibel austauschbar? Alles komplett kompatibel. Okay. Also das heißt, bloß dieser untere Teil ist nicht zu entfernen. Ja. Aber der hier ist zu entfernen und gegen einen Schachzucher zu ersetzen. Okay. Mhm. Und auch das Objektiv-Bajonett selbe geblieben. Bastel sie auseinander. Du kannst hier den Lichtschutzschieber haben, dann kriegst du das Filmmagazin hinten nur ab. Ja. Ich werde das versuchen. Also das heißt, ich ziehe das Magazin genau. ab. So. Okay. Die sehen sich in der Tat sehr, sehr ähnlich, würde ich sagen. Da glaube ich, gibt es keinen signifikanten Unterschied, außer dieser Eins, aber ich glaube, die hast du draufgeklebt, oder? Damit du weißt, was sie gehört. Ja, richtig. Ja. Und mit dem hier kann man manuell weiterkurbeln, oder was ist? Genau, beim Einlegen vom Film willst du ihn irgendwie auf die Anfangsposition spulen und dafür ist dann diese Kurbel da. Okay, interessant. So, ich gehe jetzt einfach weiter, den hier ziehe ich nach hinten ab, oder genau. wie? Genau. Mhm. Okay, das heißt, das ist auch einfach ein Pentaprisma mit Einsichtluke. Richtig. Okay, mit Zubehörschuhe obendrauf. So, jetzt machen wir uns als Objektiv, das wird hier entriegelt. Ne? Ja. Und geht dann so rum ab. Zack. Und dann ist das aber auch nicht mehr sehr schwer. Nee. Das ist ja beeindruckend. Könnte ich jetzt auslösen? Ja. Aber durchgucken. Und das ist einfach nur ein hohler Würfel. Ja. Beeindruckend. Sehr beeindruckend. Ach so, genau, jetzt hat sich der Hilfsverschluss eben auch geöffnet. Und der merkt, was merkt der Hilfsverschluss oder macht der immer zu? Der macht immer zu. Ah, okay. Das heißt, bei einer Verschlusszeit von einer Sekunde sollte man nicht zu früh loslassen. Ja. Ach, der macht zu, wenn man loslässt. Verstehe. Okay. Hat man die Möglichkeit, irgendwie einen Fernauslöser zu benutzen? Weil wenn man hier drückt, dann wackelt es schon ein bisschen, oder? Ja, sogar einen wunderbaren Fußauslöser. Ah ja. Und den bringt man an, wo? Bei der ELM tatsächlich, indem du diesen aufgesteckten großen Auslöser abziehst und dann vorne den Fernauslöser anstöpselst. Oder an der Seite über die DIN-Buchse hier an der Seite. Ah ja, okay. Und das funktioniert dann auf elektronischem Wege? Elektronische Fernauslöser und der mechanische Fernauslöser. Mhm. Okay, alles klar. Das heißt, hier unter diesem Astronautenauslöser sozusagen. Ja, das ist ja, die Kameras sind ja, die sind ja wirklich voll modular. Also das ist ja nicht nur so, dass du einen Vorführeffekt, das kriege ich natürlich nicht ab. Aber das ist eigentlich auch abmachbar. Ja, okay, aber also wir glauben dir das auf jeden Fall. Und das heißt, wir haben drunter auch die Möglichkeit, was einzuschrauben, oder? Ja, okay. Und dann sieht der aus wie wahrscheinlich dann hier einfach. Genau. Ach, oh, interessant, okay. Sehr, sehr spannend. So, und jetzt versuche ich das Ganze wieder zusammenzusetzen. Also ich habe hier oben einen roten Pfeil, dann setze ich auf den roten Punkt. Genau. Zack, dann rastet das wieder ein. Dann nehme ich mir eins der Teile. Ich glaube, das ist das Falsche. Ich nehme das, wo die 1 drauf ist. Ja, aber dann kriegst du den Sucher nicht mehr rein. Ah, okay. Ich nehme den Sucher. Ah, ich nehme jetzt den anderen Sucher. Nehmen wir den anderen Sucher. Okay, der kommt dann hier drauf. So.
Rein, nicht drauf. Auf. Rein? Genau. Ja, rein ist rein. Ja, rein ist rein, aber rein ist wie rein? Schon so rum, oder? Ja, passt auch. Steig ich mich jetzt so vor? Ja, schon, glaube ich. Mussten um 180. Nee, so, das ist schon zu rum. Ich weiß auch, dass er passt. Ha! Geschafft. Ich hab's geschafft. Okay. Und dann kommt jetzt dieses Teil. Also, ich muss hier unten die hier erst einhaken, oder? Das sind die oben. Ach, das sind die oben. Und unten? Ah, hier sind sie unten. Genau. Okay. Das heißt, ich setze das hier unten auf. Und dann nicht zuklatschen, sondern den Hebel ein bisschen rüberschieben, dann ist es ein bisschen sanfter. Okay. Und fest. So, und damit sitzt die wieder. Und ich kann jetzt den hier aber auch hier wieder reinpacken und die daran benutzen. Ja, jetzt ist er wieder drauf. Na, das übe ich nochmal. Ja. Und dann haben wir's. Gut. Wie man sieht, hat Hasselblad über Jahre immer nur dieselbe Kamera gebaut. Ja. Wir sind jetzt 64 mit der EL und da gab es nochmal eine neue Version von der SWC, von der Weitkamera. Mhm. 91 nochmal eine elektronisch gesteuerte, mit einem elektronisch gesteuerten Verschluss. Mhm. Aber auch die sieht immer noch gleich aus. 1995 hat man dann gesagt, Mensch, wir brauchen noch ein bisschen Tilt-Shift-Funktion. Dann hat man einfach einen Balken mit in die Kamera reingeknallt. Konnte man hinten das Back von das Objektiv in der Mitte balken, konnte man Tilt-Shift machen, also auch das war möglich. Und dann 1998 der totale Bruch. Man hatte bei Fuji eine Panoramakamera für 35mm Film gesehen, gedacht, die ist spannend, die brauchen wir auch. Haben es mit Fuji eine Kooperation beschlossen und haben die mittlerweile unglaublich teuer, 5000 Euro kostet das Ding mittlerweile. Die Hasselblad X-Pan, eine Kamera im Panoramaformat, also zwei 35mm Frames nebeneinander. Ah, ja. Die einzige Kleinbildkamera von Hasselblad, die es gegeben hat. Mhm. Ja, und dann war man in den 2000ern und das erste Autofokus-System, auch Mittelformat, allerdings dann nicht mehr mit 6x6, sondern 6,45 Zentimeter. Und das ist auch das Format in etwa, Pi mal Daumen, was man heute bei den Digitalkameras hat von Hasselblad. Ja. Interessant bei der Firma Hasselblad ist, dass es für die V-Serie, für die Victor-Serie, ein Digitalback gibt mit 50 Megapixeln. Das sieht genauso aus wie das Filmback, da ist der Akku auch mit drin. Das klatsche ich hinten einfach an meine Hasselblad 500CM dran. Dann habe ich eine 50 Megapixel Digitalkamera. Ja. Also das System ist eigentlich bis heute aktuell. Das heißt, man kann wirklich einen 6x6-Sensor oder ist der klein? Der ist auch, wie alle Mittelformatsensoren, digitalen Mittelformatsensoren, etwa 4,5 x 3,5 cm. Das heißt, man muss auch ein bisschen noch die Matschscheibe abgrenzen, damit man so einen Ausschnitt hat. Okay. Aber das ist das Format, was bei allen anderen digitalen Mittelformatkameras auch üblich ist. Also da gibt es nichts Größeres. Ja, verstehe. Also von so ist man dann auch absolut auf aktuellem Stand mit 50 Megapixeln. Kommt man gut hin. Also ich denke mir, wenn man damit fotografiert, ist es halt etwas unhandlicher wahrscheinlich als jetzt sonst mit einer moderneren Kamera vermutlich, oder? Das ist, glaube ich, eine Gewöhnungssache. Also ich finde, wenn du ein, zwei Mal mit der Hasselblad unterwegs bist, dann liegt die sehr natürlich in der Hand. Ja. Weil du hast halt eine bestimmte Haltung, du hältst die in der linken Hand, den Finger am Auslöser, dann fokussierst du mit rechts und das klappt sehr gut. Also, ja, okay, ich sehe. Mhm. Aber dann ist sie nicht mehr unhandlich. Also. Ja, aber also... Ist sie dann praktisch? Weil ich weiß nicht, so viele Leute laufen doch nicht mit so einem Digitalback rum, oder? Die ist ja auch vergleichsweise teuer und die Hasselblad hatte auch vorher ihr Genre nicht unbedingt auf der Straße, sondern eher im Studio. Okay, also es ist keine Mitnehmkamera so. Weil ich finde, aber sie sperrt sich auch nicht dagegen. Ja, also, es geht noch, ja. Oder? Also, ich habe die gerne unterwegs mit dabei, also das ist so meine Universal. Und es wäre definitiv auch die Kamera, wenn man nicht nur mit vorgehaltener Waffe eine Kamera da mit auf eine Insel nehmen. Ich würde die Hasselblad mitnehmen. Ja. Würdest du sagen, es ist die Leica des Mittelformats, so ein bisschen? Ich würde sowas nie sagen. Ich hasse solche Vergleiche. Ja. Der Delfin ist die Kuh der Meere.
Why? Das ist ein Delfin. Naja, es gibt ja schon gewisse Parallelen. Das ist die Hasselblatt des Mittelformats. Nein, das ist schon klar, aber es gibt ja schon die Parallelen, dass man sagt, es ist ein Modell, was über die Jahre sich wenig verändert hat. Ja, so. Absolut. Was immer in dieser Art und Weise produziert worden ist, was mechanisch funktioniert, ja. Was immer nur für Mittelformat war, nie für Kleinbild war. Also so war so, mein so Gedanke. Genau. Ja. Ja. Aber dann könntest du auch sagen, die Leica ist die Hasselblatt des Kleinbilds. Also verstehst du, was ich meine? Ja, klar, das kann man natürlich auch sagen, klar. Es ist einfach eine der wenigen ikonischen Kameras, die in nahezu unveränderter Form gebaut wurde und deren Design heute wie damals funktioniert. Mhm. Nicht für alle Fälle und nicht überall perfekt, aber in vielen Fällen sehr gut. Okay, das kann ich so hinnehmen. Gestatte noch eine abschließende Frage. Der 911er des Mittelformats, um in deiner Vergleichswelt zu bleiben. Okay. Aber gestatte mir noch die Frage, was müsste ich denn jetzt, wenn ich mir so ein Setup kaufen wollen würde, was müsste ich hinblättern, wenn ich sage, ich habe jetzt hier, was haben wir hier drauf, ein Planar 80. Planar 80 2.8, das ist wahrscheinlich schon relativ teuer auch, gehe ich mal von aus. Ein Rückteil, sagen wir mal, reicht und sagen wir mal, mir reicht auch der Lichtschachtsucher. Was müsste ich für sowas hinlegen? 1600. Okay. Das ist und wenn ich jetzt sage, wie viel davon ist objektiv? Die Hälfte. Okay. Okay. Und ist das jetzt eins der teureren oder eins der günstigeren Objektive? Eins der günstigeren. Interessant. Ja. Das ist ein Standardobjektiv. Ja. Also richtig teuer ist so das 102,8 Makro. Ja. Was gibt es ja noch so also richtig, also die außergewöhnlichen Objektive, die auch damals nicht häufig verkauft wurden, da wird es dann richtig duselig teuer. Okay, ja. Ja, spannend. Ja, dann bleibe ich doch erstmal bei meinen DDR-Kameras. Schön, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder mit dabei. Jetzt verabschieden wir uns erstmal und tschüss, bis zum nächsten Mal.